Kann ich davon eigentlich auch ein Foto machen? Offensichtlich, aber es bringt mir nicht viel. Okay. Ja, oha! Was geht denn ab mit dem? Welcome back, ladies and gentlemen. Ich bin Cyberpsycho, ich bin wieder am Start mit einem weiteren Video und heute begebe ich mich in Edgefield auf die Suche nach Santa und auf die Suche nach den Keksen. Ihr habt jetzt insofern den Vorteil, ihr könnt sozusagen meine Videos dann nutzen, um hier alle Cookies in Edgefield zu finden. Wir jagen Michael White, finde ich irgendwie spannend, dass Michael White der Santa ist. Coolio, hat Stil, würde ich sagen. Let's go! Oh, meine Straße ist so gut, es geht vorbei. Alle Vorbereitungen sind getroffen. Heute jetzt noch ein bisschen vorbereiten, noch ein bisschen einkaufen, Punsch und sowas. Hallo? Ich wollte gerade sagen, wo ist meine Taschenlampe? So, Abmarsch ins Häuschen. Es ist richtig seltsam, es leckt hier ein bisschen. Also hier haben wir den ersten Cookie. Okay, alles klar. Hier sehe ich jetzt erstmal nichts. Es hat sich alles ein bisschen geändert. Also die Optik. Deswegen hoffe ich jetzt einfach mal, dass alles passt. Aber ich finde eigentlich, das sieht ganz schmuff aus. Hier haben wir das Ouija-Brett. Hier ist alles clear. Und ich finde es nach wie vor immer noch schade, dass es nur im fortgeschrittenen Modus machbar ist. Es ist so nervig. Okay. Vielleicht sollten wir erstmal schnell Fingerabdrucklampe holen. Das wäre jetzt vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Also zwei Cookies haben wir. Einen im Foyer. Einen im Wohnzimmer. Also in der Stube. Oder... Ne, war der nicht in der Küche? Ach, keine Ahnung. Ich habe schon wieder vergessen, aber ihr seht das ja hier im Video, könnt ihr zurückmachen. Deswegen nehme ich sie auch extra auf. So, keine Fingerabdrücke und wir nehmen jetzt direkt das Ouija-Brett mit. Genau hier in der Küche war der zweite. Will ich nur hier nochmal genauer schauen. Ich habe nämlich hier diese Angewohnheit, dass ich immer genauso viele finde, dass ich nicht alle finde. Deswegen muss ich auf jeden Fall genauer schauen. Hier weiß ich, hier ist einer im Essbereich. Kann ich davon eigentlich auch ein Foto machen? Offensichtlich, aber es bringt mir nicht viel. Okay. Ja, oha! Was geht denn ab mit dem? Ja, oha! Ja, oha! Ja, oha! Nicht wundern, dass ich ab und zu zur Seite schaue, denn... Passt gerade meine Mausgeschwindigkeit nicht so. Ja, aber wenn ich hier drin bin, ist sie mir irgendwie zu langsam. Aber okay, nächsten Cookie haben wir. Jetzt müssten wir 1, 2, 3, 4 Stück haben. Einen im Flur, einen in der Küche, einen im Essbereich und einen im Keller. Gut, dann gehe ich mal stark davon aus, dass die anderen beiden oben sein werden. Deswegen Abmarsch, ab nach oben. Wir holen uns diese letzten zwei Cookies. 6 Stück müssen wir finden. Und wenn ich alle diese Videos hinter mich habe, also ihr alle gesehen habt und hoffentlich das Update noch da ist, sollte auch jeder gesehen haben, wo alle Cookies sind und jeder in der Lage sein, nicht nur die Trophäe zu kriegen, sondern auch diesen, ja, diesen, weißt du, diese ID-Card. ID-Card ist das. Warte mal, wir haben jetzt gerade, okay, das hätte mich jetzt fast verwirrt, dass wir gerade die Wirbelsäule eingesammelt haben. Denn ich weiß noch, wo ein Cookie ist. Problem ist nur, wir brauchen noch zwei. Und das ist ein großes Problem. Aber hier ist vorerst alles clear. Hier sehe ich nichts. Im Badezimmer ist auch nichts. Nö. Wir hatten das Ganze ja schon im Stream durchgeballert, aber der eine oder andere wird da wahrscheinlich nicht im Start gewesen sein. Ich kann jetzt hier das Ganze in den Videos nochmal sehen. Und ganz ehrlich, ich schaue auch gerne in einem Jahr dann nochmal dieses Video an und denke mir, ja, das Event war damals auch ganz cool. Wobei ich eigentlich allgemein diesen Santa mag. So, und jetzt fehlt uns genau noch ein Cookie. Genius. Warte mal. Nee, 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 nee. Der müsste hier sein. Perfekt. Wir haben alle Cookies. Also, Nummer 1 hier. Küche der zweite. Essbereich der dritte. Unten im Keller der vierte. Hier im Flur auf diesem kleinen Tisch der fünfte. Und zwischen oder kurz vor dem letzten Raum im Flur der sechste. So, hier 6 Stück haben wir. Wunderbärchen. Dann möchte ich jetzt aber erstmal noch schnell herausfinden, womit wir es eigentlich zu tun haben. Nicht, dass er jetzt gleich in Rage Mode überläuft, also bekommt. Habe ich Freezing? Yep, wir haben Freezing. Wo bist du? Wie alt bist du? Bist du hier? Zeig dich. Wo bist du? Wie alt bist du? Ich weiß, das sind Gegenstände, aber...
Das gefällt mir gar nicht. Und vor allem weiß ich nicht, wo genau die sind. Ich dachte, die wären hier. Aber hier sind sie nicht. Dann vielleicht in der Küche. Küche sag ich schon, in der Garage. Dort hat er mir auch eine Bank gegeben. Wo sind die Gegenstände, die hier die ganze Zeit fliegen? Keine Ahnung. Keine Ahnung. So, wir gehen jetzt erstmal raus. Checken mal die Sanity. Ah, okay, der Gegenstand ist geflogen. I see. Deswegen habe ich ihn auch nicht gefunden. Das erklärt einiges. 71% Sanity noch, Befot vom Geist. Habe ich versucht. Er war sogar in mir. Wie soll ich... Wie? Ja. Und dann noch meckern. Ja, mach ein Foto vom Geist. Ja. Ist nicht so, als ob ich es nicht versucht hätte oder so. Okay. Hier haben wir ein EMF und das lag hier. Also könnte es Buch sein. Wunderbärchen. Buch haben wir. Check. Und dann jetzt erstmal schauen, was wir noch brauchen. Also, wir haben das Buch und wir haben Freezing. Wir haben keine so schöne Auswahl. Okay. Orb, Box, Fingies. Also Fingies und Box sind schon raus. Deswegen könnten wir ein Orb haben oder EMF. Aber EMF 5 habe ich jetzt hier auf dem Board, immer wenn ich reingegangen bin, nicht gesehen. Deswegen, vielleicht haben wir Glück und hier schwebt gleich ein kleiner, wunderschöner Orb durchs Bild. Was hätten wir mit dem Orb? Oh, das gefällt mir jetzt gar nicht. Aber da könnten wir uns direkt den neuen Revier anschauen. Das wäre natürlich super. EMF wäre Shade. So ein bisschen, ja. Ja, doch. Also, da wir keine Fingies hatten und keine Barke mehr haben, auch kein Mimic mehr, ist es raus. Also sprich, wir haben keine Fingies gesehen, also haben wir auch keine Fingies. By the way, hier mit E, was soll ich an? Oh mein Gott, dieser schöne Radius. Ach ja, und das hier ist der normale Radius. Das sind 5 Meter. Genius, oder? Okay. Das war nur ein Zweier. Wir können gerne nochmal, vorsichtshalber, nochmal kontrollieren. Aber hier ist alles clear. Ihr habt es gerade gesehen. Und da Bärchen, dann platziere ich mal... Hallo, kommst du mit? Danke. Warte, wir schauen jetzt einfach mal hier. Machen wir es einfach mal in die Richtung. Deadwood hieß es. So, das hätten wir. Einfach damit wir nochmal schauen können, wie ein Orb haben. Hätten wir kein Orb, hätten wir ein Shade. Da wir EMF 5 haben. Er ist hier noch ein bisschen demotiviert. Könnte auch sein, dass wir noch die Box haben. Was hätten wir mit der Box? Freut mir gar nicht. Das freut mir gar nicht. Okay, ich werde jetzt kein Foto von ihm machen. Aber dann während der Jagd... schwierig. Und ich bin so froh, dass die Dinger hier keinen Sound machen. Warte mal. Nein, ich habe ja kein Foto mehr. Weil sonst hätte ich jetzt ein Foto vom Buch gemacht. Aber nö. Nö. Oh, finde ich auch. Da bei der Bewegungsmelder, sehr schön. Also was bedeutet, es ist auf jeden Fall noch hier in diesem Bereich. So, dich mit rein, dich mit rein. Jetzt noch einmal die Box checken und wenn wir da nichts haben, wo bist du? Nicht die Keks mit rein. Bist du hier? Ah, er ist nicht da. Zurzeit ist leider kein Büro erreichbar. Bitte hinterlassen uns eine Nachricht. Dankeschön. Alter, fährt dann Donnerstagstream. Wir, nee, im letzten Freitagstream, Gamma-Stream, hatten wir Challengers und ich musste auf Bayerisch reden. In einem Häuschen. Alter Vater. Das war schlimm. Das war schlimm. Das war sehr schlimm. So, bringen wir die Kekse mit rein. Also ihr könnt theoretisch auch die Kekse reinlegen und draußen bleiben, aber ich möchte sowieso mit Santa Fang spielen. Deswegen bringe ich die Kekse mit rein und... Mit Nei und bleib im Haus. So, und jetzt suchen wir uns erstmal ein Versteck. Ich finde es ein bisschen schade, dass fortgeschritten ist, aber ja, es macht trotzdem irgendwie Spaß. Und vor allem... Hallo! Danke. Ja, wobei ich sagen muss, das fand ich letztes Jahr cooler. Da hat man allgemein immer den Center. Oder hin und wieder mal den Center. Das war ganz cool. Gerade wenn man Salz platziert hat und auf einmal hat man diese Glöckchen gehört, hat man gedacht, man wird gejagt. Denn sonst hat man nur während der Jagd die Glöckchen gehört. Und Alter, das war schon... Da hat man schon mal Gänsehaut bekommen. Ich überlege auch gerade, ob ich jetzt das Salz mit... Ja, komm. Solange er die Kekse noch nicht angeknuspert hat, können wir jetzt hier noch schnell ein bisschen Salz mit reinbringen. Entschuldigung, ich war vielleicht nicht im Haus. Es tut mir jetzt leid, aber wir haben Santa gespawnt. Und jetzt bin ich gespannt, ob, wenn er hier ins Salz geht, auch die Glöckchen zu hören sind. Komm schon, Santa. Kling, Glöckchen, Klingelingeling. Oh, du Ficker. Ja, es funktioniert. Alter, hat's mich gerissen. Es ist so cool. Es ist einfach so cool.
Aber man kriegt halt richtig Angst, wenn man... Ich weiß, ob es ein Event ist. Ah, ich hätte ein Foto machen können. Ah, ich habe ja gar kein Foto dabei. Okay, ich hole ein Fotoapparat und mache mal ein Foto. Also ich würde schon gerne einmal fangen spielen, damit wir ihn zumindest zu Gesicht bekommen. Wobei ich denke, dass wir jetzt in den nächsten Videos allgemein Center auf zu Gesicht bekommen werden. Aber hey, ein bisschen können wir ja noch warten, solange wir noch Quests haben. Ich lasse die Kruzifixe erstmal drinnen. Damit wir die Quest auch noch erledigen. Und sobald die getriggert sind, düsen wir ab. Auf jeden Fall, dass wir vorher schon ein Foto kriegen, dann düsen wir auch vorher schon ab, aber... Theoretisch jetzt mit dem neuen Radius kannst du sie einfach noch besser platzieren und dann ist es auch einfacher, diese Quest abzuschließen. Aber jetzt freue ich mich natürlich auf den Dämon, denn beim Dämon ist die Range verdoppelt. Da bin ich dann gespannt, wie groß diese kranke Range ist. Ich meine, hier Auslicht, wenn der Geist hier in der Garage ist, also ein Dämon, und hier hängen die Kruzifixe an der Wand, können sie getriggert werden. Das ist richtig krass. Das ist richtig krass, habe ich jetzt schon öfter gesehen. Richtig, richtig crazy. So, wie schaut's aus, Center? Jetzt langsam bin ich ein würdiges Opfer, denke ich. Oder ich sollte mit dem Mieterbrett spielen. Es ist eigentlich doof, aber... Ihr kennt mich, oder? Ihr kennt mich, ab zum Mieterbrett. So. Upp. Hallöchen. Dann frage ich jetzt mal, wie alt er ist. Mal schauen, wie alt unser Santa ist. Wie alt bist du? Wie alt bist du? Du, wie alt bist du? How old are you? Wo bist du? Nein, da kommt er! Da kommt er, der ist schnell! Der Moro! Simon Ruhe, der ist sehr schnell. Es ist so cool, wir werden von Santa gejagt. Er sucht das unartige Kind. Okay, ich bin weg. Sia, hat mich gefreut. Gut, Kruzifix hat es nicht getriggert, weil wir es durch Vija-Brett, das aus irgendeinem Grund nicht funktioniert hat, ihn jetzt getriggert haben, aber... Na, ich gehe lieber raus. Ich gehe lieber raus, wenn es Moro ist und er ein bisschen Hyperspeed hat. Da möchte ich lieber nicht im Haus sein. Also richtig cool, ihr habt jetzt gesehen, wo die ersten paar Cookies sind. Deswegen würde ich sagen, Ladies and Gentlemen, Abmarsch. Einen guten Moro. Oh, das hat mir natürlich auch noch aus, wenn die letzten... Ja, gut, Fotos, schwierig, während der Jagd hätten wir vorhin kriegen können. Kruzifix, ja, wäre auch möglich. Inzwischen wäre es auch möglich, aber es hätte jetzt einfach noch viel länger Zeit gedauert. Und ganz ehrlich, gerade zur Weihnachtszeit haben wir alle fast keine Zeit. Ich habe das jetzt in den letzten Tagen gemerkt, oder in der letzten Woche eigentlich, und jetzt am Montag noch. Alter Vater, wie die Zeit einfach nicht ausreicht für alles. Crazy Shit, wir haben den Büro gut erkannt und hier seht ihr auch eine ID-Card. By the way, die könnt ihr wechseln, indem ihr hier auf dieses Symbol klickt. Beziehungsweise hier. So, bup, 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 bup. Könnt ihr wechseln. Aber ja, ihr wisst jetzt, wo alle Cookies im Edge-Read sind. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein, bis dann. Ciao, ciao.